Hey Leute, willkommen zurück hier zum sechsten Dungeon von The Legend of Zelda, dem zweiten Durchlauf. Ich habe mir einen neuen Trank geholt und mich auch komplett geheilt. Ja, aber ich werde ja trotzdem wieder verkacken. Das steht ja völlig außer Frage. Ich meine, erwartet ihr was anderes? Also ich nicht. So, in diesem Raum habe ich die Gegner schon besiegt. Ja, habe ich. Deswegen mache ich das jetzt nicht nochmal. Ich möchte jetzt ganz gerne nach oben. Und zwar, ja, möglichst ohne, dass ich 10.000 Mal getroffen werde, Gottverdammt. So. Und hier habe ich die Gegner noch nicht alle getötet, deswegen, ja, habe ich wohl keine andere Wahl und muss... Oh, perfekt! Ja! Danke! Danke, oh Herr! Vielen Dank! Und eine Fee! Eine Fee! Gib mir die Fee! Ja! Okay. Ich weiß nicht, ob das unendlich lang anhält, aber ich werde auf jeden Fall als erstes die schlimmsten Gegner loswerden. Oh, ist so schön. Oh, ist so schön. Oh, ja. Bin ich sogar unbesiegbar währenddessen? Das weiß ich gar nicht. Aber ich möchte es nicht ausprobieren. Aber ich meine, mich hat gerade eben eine Kugel eigentlich getroffen. Aber es hat mir keinen Schaden gemacht, oder? Ja, ja, okay. Boah, ist das schön. Ist das schön. Und es hält wirklich unendlich lang an. Ach Gott. So. Jetzt möchte ich mal überprüfen. Rechts kann ja eigentlich gar nichts sein. Aber ich möchte mal schauen, ob man sich hier theoretisch auch nach oben bomben könnte. Ihr seht, ich habe auch meine Bomben aufgefüllt. Deswegen können wir jetzt hier ein bisschen was ausprobieren und zieh mal einer an. Man kommt hier tatsächlich nach oben. Und in diesem Raum sind wir letztens ja gestorben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Aber da möchte ich dann nochmal kurz zurück und jetzt in den Raum links von mir gehen. Denn dort haben wir auch noch nicht alle Gegner besiegt. Und, nee, doch, gar nicht wahr. Hier haben wir sie alle besiegt, aber jetzt in dem Raum links, da haben wir sie noch nicht alle besiegt. Oder? Ja, genau. Hier, okay. Gut, ja, fail. Ich möchte wieder den Bumerang für die Raubschleime. Bei den Magiern bringt das ja leider nichts. Okay, sehr gut. Ja, die Orangenen, die sind wirklich eigentlich immer relativ schnell tot. Auch wenn sie halt schon gefährlich sind, weil sie zwei Schaden machen. Warum halte ich mich eigentlich mit dem Raubschleim auf? Ich weiß gar nicht. Ich sollte als erstes die beiden Kollegen hier killen. Geh weg. Oh, jetzt habe ich gerade richtig kassiert, aber sie dafür auch. Das ist ganz okay. Denke ich mal. Viele Leben hat der nicht mehr. Okay. Gut. Ja, läuft doch eigentlich ganz okay. Ich dachte, während ich den Kack hier machen muss, verliere ich schon beide meine Tränke. Aber zum Glück ist es nicht so. Warte mal, ich würde mich gerne ein bisschen besser hinstellen. So ungefähr. Denn dann, ja, jetzt rutscht der weg. Denn dann kann ich auf den Raubschleim einprügeln und durch mein großes Schild werde ich trotzdem geschützt vor den Projektilen von den Idioten hier. So, jetzt stirb halt endlich. Komm. Und tot. Und wir kriegen 5 Rubine. Yay, dankeschön. Das hat sich doch gelohnt. So. Hier konnten wir nach rechts, genau. Arrow Mark. Ich weiß, ich soll das einen Pfeil darstellen. Der Dungeon. Also für mich ist das kein Pfeil. Ja, die werde ich auch wieder schnell töten, weil das sind sehr, sehr leichte Gegner und sonst gibt es auch keine Gefahr in diesem Raum. Und vielleicht kriege ich ja wieder von einem von denen ein Herz. Oder sogar eine Fee. Das wäre natürlich richtig nice. Mal schauen, ja, bislang. Ja. Eher nicht. So, jetzt in diesem Raum alle töten. Und dann sind wir quasi schon wieder auf dem Stand vom letzten Part. Nur, dass wir diesmal noch einen roten Trank mehr haben. Das ist doch wunderschön, aber ich lasse mich jetzt sehr, sehr oft, sehr, sehr billig treffen. Ich hasse es auch, wenn die Orangenen genau vor mir spawnen und ich quasi überhaupt keine Reaktionszeit habe und jetzt ist einer von den Idioten da oben.
Ne, Moment, da gehe ich nochmal raus. Weil ich glaube, jedes Mal, wenn man da reingeht, dann wird ja zufällig die Position von den ganzen Gegnern bestimmt. Und wenn man eben Glück hat, dann sind alle drei von denen unten und man kann oben machen, was man will. Ja, diesmal sind es. Ja, das ist aber auch okay. Das ist okay, dann bleibe ich unten. Warum lebt da jetzt eigentlich wieder einer? Eine Uhr, noch eine Uhr. Ja, ist das episch. Ist das episch. Boah, ich habe jetzt hier echt viel Glück. Das muss ich auch zugeben. So, und tot. Gut, wir kriegen nichts dafür, aber das passt schon. So, nach rechts kann es gar nicht gehen. Meine starke Vermutung ist, dass man sich hier durchbomben kann. Richtig. Gibt ja auch nicht viele andere Möglichkeiten. Und da ist der Kompass. Moment, da möchte ich jetzt ausprobieren, ob man sich auch in dem Raum links von uns nach oben bomben kann. Das müsste nämlich eigentlich auch gehen, weil sonst kommt man ja gar nicht an den Kompass. Das habe ich nämlich hier, glaube ich, auch noch nicht probiert. Und es wäre auch nicht ganz einfach wegen den. Ah, okay, man kann nach oben laufen. Auch gut. Sag mal, wie oft wollen diese Kackgegner jetzt hier eigentlich noch erscheinen? Ich möchte eigentlich mit 2,5 Herzen meinen Trank noch nicht trinken. Das könnte ein bisschen zu riskant sein, vielleicht. Aber. Oh, wie die wieder gespawnt sind, die Kugeln gefällt mir auch gar nicht. Okay, mich haben nur die Dinger getroffen. Deswegen habe ich kein Herz verloren. Ein verdammt. Immer wenn ich den Orangenen attackieren will, dann kann ich gerade mein Schwert nicht einsetzen. Komm her. Okay, jetzt. Okay, tot. Gut. Ja, ist doch ganz okay soweit. Und die Blauen machen mir ja nur einen Schaden, soweit ich weiß. Deswegen könnte ich die vielleicht sogar töten. Ohne den Trank zu benutzen. Vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich jetzt doch einen Trank nehmen soll. Aber die können nur einen Schaden machen. Ja, okay. Aber jetzt. Aber jetzt. Ganz schnell trinken. Okay. Puh. Ja, aber es läuft trotzdem ganz okay bisher, würde ich mal sagen. So, ich glaube. Ah, genau. Jetzt haben wir den Schwertwurf auch wieder. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die überhaupt nach oben und unten schießen können oder nur seitlich. Ich habe nämlich das Gefühl, die können nur seitlich schießen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist so mein Eindruck irgendwie. So, hier kann man nicht einfach durchlaufen, aber man muss eigentlich eine Bombe legen können. Man kommt ja nicht anders an den Kompass, richtig? Und den Kompass würde ich schon haben, denn der gehört ja zu den 100% auch irgendwie dazu. Und da ist das Triforce. Okay, das ist interessant. Ich hätte ja jetzt natürlich eigentlich gedacht, dass es ganz am Ende ist. Ist ja logisch. Aber offenbar nicht. Okay. Und man kann ja jetzt hier auch irgendwie auf zwei Wegen nach oben gehen. Ist auch ein bisschen seltsam. Nämlich halt einmal, wo ich jetzt nach oben gehe, oder eins rechts von mir. Da hätte ich ja auch noch nach oben gehen können. Aber ich bin ja nochmal zurückgegangen. Deswegen bin ich da jetzt auch gerade so ein bisschen verwirrt. Und hier sind so ein bisschen viele Fledermäuse. Aber gut, ich kämpfe lieber gegen eine Million Fledermäuse als gegen nur einen einzigen Magier. Die sind wirklich meine Hassgegner in diesem Spiel, glaube ich. Okay, aber man kann einfach immer von links nach rechts wechseln. Okay, das ist auch ganz schön. Und hier haben wir gar nichts. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt den rechten Weg nach oben. Ich denke mal, man kann jetzt hier auch wieder nach links. Achso, Mann. Okay. Ich komme hier gar nicht an den Schlüssel ran. Wie komme ich denn an den Schlüssel? Ha. Wow, hab ich ein Glück. Hab ich ein Glück. Ist ja Wahnsinn. So, stirb. Danke. Und stirb. An den Schlüssel komme ich entweder von rechts. Obwohl rechts nichts ist oder von oben. Ich glaube eher von oben. Ja, das würde Sinn machen, aber wie komme ich nach oben? Das ist die Frage. Und vor allem, wie komme ich weiter, wenn ich jetzt diesen Raum hier geschafft habe? Huh.
Das ist interessant. Ja, müssen wir gleich sehen. Ich hoffe, dass, wenn ich die jetzt besiege, dass dann irgendwie ein unterirdischer Weg erscheint oder so, weil sonst bin ich so ein bisschen Bomben. Ha. Bomben. Okay. Ja, jetzt bin ich offiziell verwirrt. Weil ich komme da nicht rüber. Nee, ich komme nicht rüber, egal was ich mache. Ha. Wo könnte ich denn sinnvoll Bomben einsetzen? Ich meine, in den ganzen unteren Räumen. Da war ich ja jetzt schon. Ja, war ich. Okay. Das bedeutet. Ja, ich glaube nicht, dass man hier irgendwo nach rechts mal kann. Aber ich kann es mal ausprobieren. Ich glaube eher, dass wir weiter unten noch irgendwie irgendwo was machen müssen, um einen Geheimgang freizulegen, mit dem wir uns dann dorthin teleportieren können. Das wäre jetzt eigentlich so mein einziger Einfall. Und ich habe so das Gefühl, dass der Tipp von dem alten Mann was damit zu tun hat. Ich werde mir das jetzt nochmal durchlesen, was der einem zu sagen hat. South of Arrow Mark. Hides a secret. Okay, Süden. Heißt ja, dass es irgendwo unten was ist. Also, dass ich mich irgendwo nach unten sprengen kann oder so. Aber das würde doch auch keinen Sinn machen. Warum sollte man sie hier nach unten sprengen? Hm. Und was meint er mit Arrow Mark? Also hier in diesem Raum haben wir ja das Dungeon-Item gefunden. Genau, das war nämlich hier. Ich werde jetzt nochmal kurz reingucken, ob da noch irgendwie was ist, aber das kann eigentlich nicht sein. Nee. Okay, hier war das Dungeon-Item. Kann ich mich hier nach unten bomben? Das kann eigentlich auch nicht sein. Nee. Kann ich gleich im allerersten Raum irgendwas? Nee, das kann auch nicht sein. Da muss man normalerweise nie was machen. Ha, verdammt, jetzt hänge ich in dem Dungeon. Und ich will ja eigentlich in Dungeons selber nicht nachschauen, wie es weitergeht. Da will ich selber drauf kommen. Was könnte man denn jetzt möglicherweise noch machen? Hier irgendwie was. Oh, jetzt sind die Gegner auch wieder da. Mann. Gut, dann besiege ich euch nochmal. Vielleicht ist hier irgendwie was. Das könnte ich mir auf jeden Fall ganz gut vorstellen. Verpisst euch. Danke. Oh, ein Herz sogar. Sehr freundlich. Ja, nicht zu mir kommen, du Idiot. Jetzt verpisst dich. Ihr könnt gerne hier unten immer entlang. So wie der da. Immer schön hin und her, genau. Das ist schön. Hör auf, jetzt immer zu mir zu kommen. Hör auf. Okay. So, kann man hier nach unten und irgendwie was machen? Schauen wir mal. Nein. Ja, hier habe ich auch schon ausprobiert, da ging auch nichts. Nee. Ich glaube nicht, dass man im ersten Raum was machen muss, beziehungsweise kann. Oh, jetzt lass mich doch mal durch. So. Aber ich werde es ausprobieren. Weil. Ich habe ja nicht viele andere Möglichkeiten. Mach mal hell. Ja. Nö, ja, das ist aber nicht schlimm. Ich komme ja am Anfang wieder raus, da wollte ich hin und ich hatte eh wenig Herzen. Das passt schon. So, kann man jetzt hier gleich was machen? Was meint er denn mit Arrow Mark? Und warum Süden? Das verstehe ich nicht.
Was ich natürlich auch noch probieren kann, ist in den Räumen Blöcke zu verschieben. Dass vielleicht da dann irgendwo ein Geheimgang geöffnet wird, mit dem ich dann nach oben komme. Also nach rechts oben. Ich glaube, das werde ich auch ausprobieren. Ja, ist okay. Ja, bring mich gleich nochmal um. Danke. Ja, ich sollte da, glaube ich, doch Licht anmachen. Wäre wahrscheinlich keine so ganz schlechte Idee. Aber ich glaube, die Gegner, die ich schon in einem Raum besiegt habe, die bleiben doch auch tot, oder? Selbst wenn ich Game Over gehe, oder? Ich weiß es nicht. Wir werden es ja gleich sehen. Ich möchte nur halt hier irgendwie einigermaßen durchkommen. Okay, Dankeschön. So, bleiben Sie tot? Ja, Sie bleiben tot. Perfekt. Geh weg jetzt. So, also da links gab es doch nirgendwo Blöcke, die man hätte verschieben können. Deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, dass da überhaupt was ist. Hier gibt es Blöcke. Deswegen gucken wir mal. Und ich habe ja auch noch nicht alle Fledermäuse besiegt, weil das waren bestimmt mehr als drei. Okay, man kriegt aber auch nichts dafür. So, gucken wir mal. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass das stimmt, aber probieren können wir es ja. Nein. Okay. Aber ich glaube, es gab schon noch ein paar Räume mit Blöcken, wie zum Beispiel den hier. Und hier ist ja auch nichts. Hier sind nur diese Idioten. Deswegen ist das schon so ein bisschen verdächtig. Ich werde jetzt einfach mal jeden überprüfen. Stell dich halt in die Mitte. Aha. Aha. Okay, warum ist dieser Raum jetzt hier? Oder ist das überhaupt der Tipp, von dem der alte Mann sprach? Ich denke schon. Ja, muss ja so sein. Wir werden jetzt da rechts oben irgendwo rauskommen. Ja, genau. Genau in dem Raum über dem Schlüssel. Ja, ich verstehe nicht ganz, was jetzt der Hinweis von dem alten Mann mir bringen sollte, aber ja, wenn er meint. So, dann können wir auf jeden Fall hier nach unten. Entweder so oder mit Bombe. Es muss so sein, weil sonst kommt man ja nicht an den Schlüssel. So. Genau. Okay, perfekt. Dann schnappen wir uns den gleich. Und die Gegner sind wieder da. Ich weiß nicht, es könnte sein, dass man da vielleicht nach rechts kann. Ich will es eigentlich nicht ausprobieren, aber kommt ganz kurz. Geht nicht und geht auch nicht. Okay. Und schnell wieder weg. Auf die 5 Rubine kacke ich jetzt. So, das heißt, wir sind jetzt dann schon gleich beim Boss. Und das heißt aber auch, dass es nach dem Triforce noch zwei Räume gibt, wieder einmal, wo noch irgendwas ist. Das finde ich schon wieder sehr, sehr komisch. Und das ist hier der Boss. Och nein. Nicht schon wieder du. Aber okay, der ist gar nicht mal so schwierig, weil er macht mir ja nur ein halbes Herz Schaden. Egal mit welcher Attacke. Warte mal, kann man den Pfeilen treffen? Boah, das wäre richtig nice. Dann hätte ich quasi. Na, verdammt, schade. Dann hätte ich quasi fast sowas wie den Schwertwurf hier gehabt, aber ja, leider nicht. Aber ist nicht so schlimm. So schwer ist der eigentlich auch gar nicht. Vor allem, wenn er nur zwei Köpfe hat. Man müsste ihn halt treffen. So, genau. Okay. Sehr schön. Ja, ich glaube nur noch ein, zwei Mal. Ah, verdammt. Und wir kriegen nochmal eine Fee. Sehr schön. So, aber jetzt müsste dann der Hauptboss kommen. Ich bin gespannt, wer es ist. Wieder Goma? Nee. Okay, bitte trefft mich nicht. Ach so, jetzt verstehe ich es. Okay, damit kommen wir jetzt nochmal ganz nach unten. Okay, gut, dann macht das alles Sinn. Dann ist hinter dem Triforce doch nichts mehr. Sondern jetzt kommen wir nochmal ganz nach unten, müssen dann noch einen Raum nach oben und dort ist dann der Boss. Ja, natürlich. Jetzt packen sie hier nochmal alle Zwischenbosse hin. Oh, die Arschlöcher. Gut, aber mit Bomben ist der ja nicht so schwer. Ah, Moment mal. Ich will auch kurz ausprobieren, ob man den mit Pfeilen treffen kann. Kann man, okay. Das ist sehr, sehr gut. Das heißt, wir treffen ihn jetzt mit einer Bombe und hoffen, dass wir
zwei oder drei seiner Köpfe töten können oder ihn einfach mal komplett. Das geht natürlich auch. Sehr schön. Okay, damit können wir wieder zurück. Und jetzt kriegt der Boss auf die Fresse. Wer ist es denn? Goma. Und es wird viel geschossen. Okay. Aber wenn Goma auch wieder nur drei Leben hat, dann ist es gar nicht so schwer. Oh, okay, seine Projektile kann ich nicht abwehren. Aber die von denen hier schon. Okay. Gut. Aber das große Schild ist hier wirklich so eine. Verdammt nochmal. So eine enorme Hilfe. Das ist richtig super. Und ihr habt gerade gesehen, man muss ihn wirklich gut treffen. Ach, sehr schön, gleich zweimal hintereinander und das war schon. Ach, das lief ja dann doch noch relativ gut. Wir haben zwar wieder mal zwei Parts gebraucht, das ist ja inzwischen Standard, aber ja, ich bin eigentlich zufrieden. Sehr schön. Und da ich ja wieder mal keine Ahnung habe, wie es weitergeht, werde ich auch dieses Mal wieder nachschauen, wo der nächste Dungeon denn ist. Und ich werde auch wieder offscreen vorbeischauen, ob wir uns jetzt das Master Schwert holen können. Das alles und noch viel mehr gibt es dann beim nächsten Mal von The Legend of Zelda, dem zweiten Durchgang. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr gerne noch einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo geben. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.